So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, genommen habe ich mit den Noten zu einem neuen Part Rambles Monday mit dem Zwergenfürst. Ja, den kleinen Fratzen, den müssen wir heute auch noch alle kriegen. Das ist heute unsere Mission. Das kleine nervige Kitty ausschalten hier bei Rambles Monday. Dazu gehen wir erstmal zu Clayton's Cave. Auf zwar in der Seitengasse habe ich doch schon eine Idee, was ich da machen kann mit meinem Inventar. Ganz genau. Nasser Schwamm. Da hätten wir jetzt einen vollgesaugten Schwamm. Und den können wir doch jetzt, oder? Ja. Jetzt kann ich in die Schlacht ziehen. Wir haben eine Wasserpistole. Gnade. Und damit können wir dem kleinen Kind mal ein bisschen zeigen, wer hier hey, der Boss ist. Was schleißt du hinter meinem Rücken rum? Mach dich mal locker, Kumpel. Bleib mir fern. Ich wollte doch nur zur U-Bahn-Station. Ich dachte, da geht's auch lang. Und der Establishment Nerd lässt uns nicht durch. So, zur Treeboard-Station. So, jetzt habe ich dich. Na, komm. Zack. Au! Autsch. Was machst du da? Was ich mache? Was ich wollte dich nur ein bisschen nass spritzen und du ballerst mir einen Nagel vor den Latz. Erst schießen, dann nachfragen. So bin ich halt drauf. Tja, die Haltung wird dich eines Tages mal in Schwierigkeiten bringen. Au! Aua. Lass das, ja? Es ist gefährlich, der Junge. Ja, das tut sie, verdammt. Es ist gefährlich, der Junge. Am Schießen, den Kerl. Ich könnte, ich meine, das wäre schon cool, aber der Junge hat eine geladene Nagelpistole, da stehe ich auf der Verliererseite. Hm. Ah, schon schmerzhaft. Okay, reden können wir mit ihm? Bitte, ja. Schieß nicht. Komm schon. Können wir uns nicht irgendwie arrangieren? Was? Au. Aua! Hörst du mal auf, mich zu beschießen? Mann, oh Mann! Warum? Das macht Spaß. Könnte ich den ganzen Tag machen, Rotzfresse. Okay, jetzt können wir mit ihm Dialog halten. Hör zu, Junge, ich brauche wirklich die Polizeimarke. Okay, du kannst also schießen. Na klar! Soll ich nochmal auf dich schießen? Nein, nein, das reicht jetzt. Na gut. Aber weißt du, ich stehe hier direkt vor dir, also werd nicht gleich überheblich, okay? Du kannst ja noch ein Stück weiter weggehen. Ich wette, dann treffe ich dich immer noch. Nein. Schieß doch lieber mal auf was anderes. Also irgendwas, das nicht ich ist und das nicht so nah dran ist wie ich. So dass ich einschätzen kann, ob du ein guter Schütze bist. Okay. Was hast du denn gedacht? Hier das U-Bahn-Schild hier. Rote Kreuz, das Subway-Schild. Für dich ist es bestimmt auch nicht schwer, den U-Bahn-Netzplan zu treffen, oder? Nö, natürlich nicht. Oh, verdammt! Ich kann von hier aus nicht gut zielen. Tja, daran wird's gelegen haben, ja. Tja. Schau genau hin. Hast du gesehen? Tja. Ich hab ja gesagt, dass ich das kann, du Depp. Ach, ja. Aber sogar ein Affe hätte so ein großes Ziel getroffen. Hey, vergiss nicht, dass ich hier die Knarre habe. Weiß schon, ich will ja nur andeuten, dass du vielleicht ein bisschen üben musst. Muss ich nicht. Okay, na dann. Aber schieß doch mal. Meinst du, du kannst das Rote Kreuz auf der Absperrung treffen? Guck ja, genau da. Knapp daneben ist auch vorbei. Du sollst das Maul halten. Der Verband hat seine ganze Munition genauso. Mach dir nichts draus. Ist schon okay. Ganz genauso. Halt endlich dein Maul! Das wollen wir doch. Na bitte! Oh, hab gerade nicht hingeschaut. Kannst du das nochmal machen? Gesehen? Tja, gleich ist alles anders. Das erste Mal hast du aber nicht getroffen, oder? Wenn du damit zufrieden bist. Du bist doof. Ja, aber. Schieß doch mal auf das U-Bahn-Schild. Kein Problem.
Und warum hier die Mutti oder die Dame da hinten nichts macht, das der Stefan hat die ganze Zeit mit. Guck dir das an. Hast du getroffen? Sachen um sich. Ist doch hier. Die Mutti. Ist da keine Delle drin. Egal, ich hab wirklich getroffen. Nachlässigt ihre Aufsichtspflicht. Okay, muss ich dir wohl einfach glauben. Willst du nicht mehr üben? Warum schießt du nicht nochmal auf den Netzplan? Du bist so nervig. Vielleicht schieße ich dir einfach mal ins Auge. Aber Junge, ich wollte doch nur. Oh. Was ist denn jetzt kaputt? Tja, ach nee. Munition, das Alter. Ist wohl, du musst niemals nachladen. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Na gut, nun stell dir mal vor, jetzt bin ich am Drücker. Tja, na dann. Zack. Gib die Marke. Hey, lass das! Ich soll das lassen? Ich glaub, du spinnst. Ich werd nicht gern nass. Ah, tja. Du wirst also nicht gern nass, ja? Hör auf, hab ich gesagt. Ich sag's meiner Mami. Ja, die hört dir eh nicht zu. Sieht so aus, als wenn sie das interessiert. Sie vernachlässigt ihre Pflicht sowieso die ganze Zeit. Die guckt sowieso nicht auf dich. Der Mann ist ein Stalker. Er hat meine Wasserpistole und jetzt spritzt er mich nass. Klar, Marianne. Tja, ja. So viel dazu. Momentchen mal. Hörst du jetzt auf zu schreien? Ich telefoniere gerade. Aber Mami! Ja, solche Mütter gibt's zu genügen. Sag noch einmal Mami. Sag noch einmal Mami. Ich warne dich, Motherfucker. Boah. Ach, Scheiße. Oh, selbst was ist denn los? Mami hört dir wohl nicht zu, was? Armer kleiner Scheiße. Ist wirklich ein armer kleiner Scheiße. Willst du ein bisschen Wasser? Das wirst du noch bereuen. Mit was? Dass du mich jetzt abschießt? Gib mir das Abzeichen. Na los, das war so abgemacht, du kleiner Scheißer. Abgemacht? Gar nicht. Ich geb dir meine Polizeimarke nicht. Niemals. Was? Kleiner Wichser. Nein, den du willst es also auf die harte Tour, ja? Wasser einmal holen. Wir baden ihn. Ich bestimme hier, wenn es reicht. Das wird nötig. Erst sein, wenn ich die Marke habe. Ach, Wendy quält den aber auch. Hier ist die Scheißmarke, du hässliches, dummes Schwein! Bravo, Junge! Warum musste das denn so schwer sein? Lass mich in Ruhe, verpiss dich! Aber gerne. Yep. Wir haben eine Marke. Bahnsteiger. Können wir jetzt irgendwo hin? Wie wär's mit woanders hin? Woanders wäre doch mal ein guter Ort. Da wäre ich jetzt gern. So, Wendel, wo können wir mit dir hin? Eine Spielzeugmarke haben wir jetzt. Oh Mann. Damit kommen wir ja auch nicht weiter. Eine Spielzeugmarke. Eine Spielzeugmarke und ein Spielzeugpistole. Ja, spitze. An echte Sachen kommen wir hier auch nicht ran. So, wo wollen wir als nächstes hin? Ja, versuchen wir es mal hier. Vielleicht kriegen wir es hier. Hier ist doch der Polizist. Guck mal hier mal. Das ist doch. Wir können doch jetzt hier mit dem. Können wir irgendwie die Marke andrehen? Entschuldigung, Mary. Kann ich ihre Marke nochmal sehen? Genau. Mary? Okay, aber bleib da, wo ich dich sehen kann. Mach mich nervös, wenn ich die nicht am Mann habe. Oh, danke, und keine Angst. Sie können mir vertrauen. Hey, halt. Oh, tut mir leid. Okay, ich gebe dir deine Marke zurück. Hier. Bitte sehr, Mary. Sehr beeindruckend. Danke, Junge. Und jetzt, wenn es dir nichts ausmacht, lass mich weiterarbeiten. So, jetzt haben wir eine echte Marke. Eine Spielzeugmarke. Aha. In der Seitenstraße. Oh, der Penner. Den haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Ich habe keine Zeit, bei diesem alten Irren zu bleiben. Ich muss mich um was Wichtiges. Hast recht. Wir müssen andere Seitengassen ausprobieren.
an der Seite in Gassen ausspionieren. Genauso. Waren wir hier schon? In diesem Part auf keinen Fall. Tja. Ein kaputtes Laserschwert. Zum Psychiater können wir auch nicht rein. Bei Merle in den Shop. Oh, da ist doch der Dieb. Halt stehen bleiben, sie sind festgenommen. Na, sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Den Typen, der dich umlegt, wenn du dich nicht ganz schnell verpisst. Ist das so? Officer Hicks, gib mir den Ring. Welchen Ring? Den du gestern geklaut hast, du Stück Scheiße. Ich hab den Ring nicht geklaut. Nein. Ich meine, ich hab gar keinen Ring geklaut. Officer, ich... Hör auf rumzustottern. Wolltest du mich nicht vor einer Minute noch umlegen, du dreckige Ratte? Hören Sie, ich sag Ihnen die Wahrheit. Ich habe gestern einen Ring in der Dr. Fred Edison Street gefunden. Der lag auf dem Boden. Ja, der lag da auf dem Boden, nachdem du seinen Besitzer bewusstlos geschlagen hast. Ich kenne deine Methoden, du Made. Hey. Glauben Sie nicht, dass das etwas zu weit geht mit den Beleidigungen? Das ist die Macht der Marke. Kann Sergeant Kramer jetzt gut verstehen. Wen? Kümmer dich um deinen eigenen Scheiß, du Penner. Na gut. Schalten wir mal einen Gang zurück. Ach ja? Was schlägst du denn vor? Warum reden wir nicht einfach wie zivilisierte Menschen miteinander? Würde ich auch Willst mal du damit andeuten, dass ich nicht fähig bin, ein zivilisiertes Gespräch zu führen? Nein. Natürlich nicht. Ich was? Abschaum. Ich will keine Probleme mit euch Bullen. Ich habe eine Frau und zwei Kinder, um die ich mich kümmern muss. Mir reißt hier gleich der Geduldsfaden. Genau, harte Nummer. Ach, kommen Sie. Ich versuche ja zu kooperieren, Officer. Was wollen Sie denn noch? Was ich noch will? Was noch? Ich will den verdammten Ring wieder haben, du stinkende Kanalratte. Bitte, ich sagte ja schon, ich will keine Schwierigkeiten. Ich hab Ihren Ring, okay? Ich sagte ja, den habe ich auf der Straße gefunden. Gar nichts Illegales. Das schwöre ich bei meinen Kindern. Mhm. Du hast Kinder? Glaube ich nicht. Im Ernst? Wenn sie mich festnehmen, wer kümmert sich dann um die Mädchen? Wer zahlt dann die Rechnungen? Ist nicht mein Problem. Ach, kommen Sie. Lassen Sie mal fünfe gerade sein. Ich kann sogar ein Bild von meinen Mädels zeigen. Richtig kleine Engel. Es reicht. Ich will das nicht sehen. Die sind wahrscheinlich ohne so einen schmierigen Vater besser dran. Hey. Stimmt doch wieder. Ich mag ja so einiges sein, aber ich bin kein schlechter Vater. Ich liebe meine Frau und meine Töchter. Und sie lieben mich. Ich bin Vater und ein Ehemann, der jeden Tag hart arbeitet, um seine Familie bestmöglich zu versorgen. Ist das ein Verbrechen? In deinem Fall schon. Diebstahl ist ein Verbrechen. Na gut, dann verhaften sie mich. Aber alles, was ich tat, tat ich aus Liebe. Ist Willst klar. du mich verarschen, oder was? Willst du wirklich verhaftet werden? Nein. Dann gib mir halt den Ring, den du gefunden hast. Ich hab den im Moment nicht dabei, aber ich kann ihn zeigen, wo ich ihn versteckt hab. Das ist das Intelligenteste, was du heute von dir gegeben hast. Okay, warten Sie. Ich muss ihn nur aus meinem Geheimversteck holen. Hast du gerade wirklich Geheimversteck gesagt? Ja, Officer. Houston, wir haben ein Problem. Ich lass mich überraschen. Ich finde ihn nicht. Der war genau hier. Das schwöre ich. Und das soll ich dir jetzt abkaufen, ja? Ich verstaue meinen Krempel immer hier. Ich versteh's nicht. Tja, dann sage ich mal den Jungs, sie sollen eine Pritsche für dich vorbereiten. Liegst du gerne oben oder unten? Und ich spreche jetzt nicht von der Pritsche. Moment. Die muss jemand geklaut haben. Ja, Kinder wissen nicht, was er meint. Du gibst dir nicht mal Mühe, ihn wieder rauszurücken. Tja, kleine Kinder haben jetzt keine Ahnung, was... Entscheidung. Verdammt, warten Sie. Ich wurde ausgeraubt. Ich will eine Anzeige erstatten. Wie bitte? Ich sagte, ich wurde ausgeraubt. Ich glaub's nicht. Ein Dieb, der bestohlen wurde. Tja, ich wurde ausgeraubt und auch noch niedergeschlagen. Aber wer konnte denn wissen, dass ich den Ring hier versteckt habe? Tja, die einzige Person, die ich herumschleichen sehen habe, war der... Oh, Scheiße. Ja. Was? Nichts. Ja, ich hab da noch wen herumschleichen sehen. Verzieh dich. Hätte wissen müssen, dass der Bastard mich übers Ohr haut. Da weiß ich ja, wer hier...
am Ringklo schuld ist. Murray, verhaften Sie den Penner. Tun Sie doch mal was. Sie sind echter Polizist. Ja, zu dem sollten wir jetzt vielleicht nicht gehen. Wo könnten wir den so erwarten? Vielleicht in dieser Gasse. Nein, hier ist er nicht. Schade. Der hat immer noch eine Polizeimarke. Eine Wasserpistole. Wir brauchen eine echte Pistole. Tja. In einer anderen Straße vielleicht. Jetzt wieder alle Seitengassen durchsuchen. Von Mendes Wohnung. Da kommen wir, glaube ich, gerade her. Clayton's Cave. Vielleicht ist er ja hier. Oh, Tatsache. Und hat den Ring. Was den magischen Schweberring. Suchst du was? Du verdammter Bastard. Hey, kein Grund für Beleidigung. Ich werde noch mehr machen, als dich nur zu beleidigen, wenn du mir nicht mein Eigentum wiedergibst. Den Ring. Deins. An seiner Hand. Ja, meins. Und hör auf zu lachen. Der Ring ist zu seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgekehrt. Du solltest hoch erfreut sein. Verdammter verräterischer Penner. Du weißt genau, wie dringend ich den brauche. Entspann dich, Junge. Du wirst ihn nicht mehr brauchen. Du bist schon die ganze Zeit hinter dem Ring hier? Was soll das alles? Aber du hast mir sogar geholfen. Hat die du hast Macht. Gesagt, dass du eine Art Orakel bist. Was ist los, Zip. Junge? Sag bloß, du bist doch nie ausgenutzt worden. Ach, du bist Abschaum. Aber das wusstest du ja schon. Komm schon, Junge, entspann dich. Der ganze Zorn, der dich jetzt ergreift, wird in Kürze wie verflogen sein. Nicht heute oder morgen, aber du wirst wieder lieben lernen. Du glaubst wohl, das ist lustig, hm? Ich geb mir Mühe. Meine Geduld hat Grenzen, ich warne dich. Wenn Wissen Macht ist und Macht korrumpiert, wie wird die Menschheit dann überleben? Das ist eine gute Frage. Gib mir den Ring, er gehört mir. Du weißt, dass er mir gehört. Autsch. Oh Mann, nicht cool. Du ins Geblick stinkst. Rennst du jetzt rum und spielst Zeus? Hast du geglaubt, der Ring ruiniert einen nur das Leben? Ich weiß, dass er seinen eigenen Willen hat. Das habe ich von dir gelernt, als wir noch Freunde waren. Stimmt. Aber du hast keine Ahnung, was er kann. Dieses Ding hat Ströme versiegen lassen, Gebäude einstürzen und hat ganze Zivilisationen zerstört. Wovon zum Geier redest du? Hör zu, Junge. Ich weiß nicht, wer diesen Ring erschaffen hat oder welche Macht er verleiht. Aber er verändert seit gesagt, Jahrhunderten die das. Realität dieser Welt und fast niemand weiß von seiner Existenz. Vergisst du da nicht was, mein Freund? Nämlich, dass es mir scheißegal ist? Er kann auch die Gedanken der Leute beeinflussen, dass die wie von ihm besessen sind. Er zwingt sie dazu, Sachen zu tun, die sie eigentlich nicht tun wollten. Er kann sogar Leute verfluchen, sie in einem Raumzeitparadox gefangen halten. Ja, das macht er gerade. Niemand ich muss ihn haben, damit wieder Dienstag zähmen. Aber ich bin nah dran. Es muss Dienstag werden. Es wird nichts mehr geben, das ich nicht tun kann. Heißt das, dass du endlich mal duschen gehst? Ich habe halt wichtigere Dinge, um die ich mich kümmern muss. Oh, sorry, Herr des Universums. Aber es ist nie eine gute Idee, die Körperhygiene zu vernachlässigen. Diese Dinge sind jetzt nicht mehr von Belang. Okay, red dir das ruhig ein, aber ganz im Ernst, du stinkst. Das sehe ich. Ah! Ja! Zisch! Also fängst du jetzt ernsthaft an zu studieren, oder was? Bitte. Na, du weißt schon, dass du deinen Abschluss machen kannst und einen Roman schreiben und ein fliegendes Auto bauen oder was auch immer. Hey! Aura. Wofür war das denn? Das ich meinte das ernst. Geschockt. Das war auch ernst. Ernst, ehrlich, herzlich und spontan. Also schreist du jetzt keine komischen Sachen mehr in der Gegend rum? Tja... Penner hat auch Bedürfnisse, egal wie viel Macht er besitzt. Ich schaue einfach mal, wie es läuft. Wenn du die Weltherrschaft übernimmst, möchte ich, dass du aufhörst rumzuschreien, dass ich verflucht bin.
wäre zumindest ein erster Schritt auf dem Weg, wieder Freunde zu werden. Niemals. Aber warum machst du das? Das bringt doch jetzt gar nichts mehr. Außerdem bist du doch jetzt dieser mächtige Typ, oder? Ich weiß, aber ich leg doch nicht liebgewonnene Gewohnheiten einfach ab. Ja, ich bin doch kein Scheiß-Juppie und ich werde auch nie einer sein. Juppies rennen wenigstens sich rum und pöbeln wildfremde Menschen an. Du verstehst nicht, Junge. Egal wie weit man es bringt, egal wie erfolgreich man ist, es sind die kleinen Dinge, all diese alltäglichen Kleinigkeiten, die das Leben ausmachen. Recht hat er. Verstehst du? Ja. Tiefschürfende Weisheiten von einem emotional gestörten Obdachlosen. Der hat auch recht. Haben beide recht. Es gibt euch gegenseitig einen aus. Berichtet gibt einen aus. Weißt du, eins verstehe ich nicht. Was denn? Ach, oh Mann, das ist... Können wir diese Dialoge endlich mal beenden lassen? Fängst du jetzt an zu schweben? Ich levitiere. Ich sag ja, der Ring hat Kräfte. Ich kann diese Gespräche mit diesem Scheiß gar nicht mehr hören. Das ist noch. Ich levitiere, ich schwebe nicht. Da gibt's einen Unterschied. Das nervt. Und nur zu deiner Information, man sieht sehr wohl. Ja klar, wenn du das sagst. Ich sag es, ich, Gellin. Übrigens, schwebst du schon die ganze Zeit, seit ich hier bin? Weil mir ist es gerade erst aufgefallen. Was? Das haben wir wieder geblitzt-dingst. Können wir es irgendwie überspringen? Wenn du den Ring früher schon hattest, warum wolltest du ihn überhaupt erst loswerden? Wenn du den Ring früher schon hattest, warum wolltest du ihn dann überhaupt loswerden? Komplizierte Geschichte. Ja, ist gut, ist toll, ist schön. So ein wieder geblitzdingst. Autsch. Ja, ist klar. Wenn der Ring stirbt und weiß strahlen, was schenke ich mir jetzt? Diese ganzen Dialoge. Ist mir zu lang. Wenn man den Dialog. Ja, dein. Jetzt schock ihn nochmal. Wenn du nicht antworten willst, dann lass es doch einfach. Aber ich wollte doch. Können wir jetzt. Ja. Mit dem Hammer auf dem Kopf. Ich glaube, dass so einfache Waffen nichts gegen dieses wandelnde Kraftwerk ausrichten können. Tja. Aber das doch. Hier, komm. Vergiss es. Die Teleskopente ist nur für ernsthafte Angelegenheiten da. Diese Situation ist nicht ernsthaft. Die Angelegenheit ist nicht ernsthaft. Löschen wir ihn. Damit will ich den Feuerlöscher nicht verwenden. Schade. Ich würde sagen, du bist verhaftet. Blödsinn. Stimmt. Hast du recht. Gibst einen aus, Freunde. Eher nicht. Dachte, er wäre magnetisch. Jo. Was ist das, Junge? Willst du mir dein neues Spielzeug zeigen? Naja, und ich werde dich sehr bald erschießen. Verstehe. Und warum glaubst du, dass du das schaffen könntest? Weißt du noch? Mein Spielzeug? Das verschießt Wasser. Und du blitzt und du nutzt. Nein. Ah, okay. Ich komme wieder! Ja. Klar, da wird er elektrifiziert. So. Gegrillter Penner. Schätze, der ist bewusstlos. Tja. Dieser verdammte Penner riecht jetzt wie eine verbrannte Katze. Kopfkatz. Tja. Im Leben nicht. Ihn anfassen wir jetzt ganz blöd. Moment mal. Ich soll den Ring vom Finger lutschen? Du ziehst dir wohl zu viele Pornos rein. Ja, wär mal lustig. Das ist mein Ring. Beziehungsweise Matt. Egal. Der Scheißring jedenfalls. Na dann nimm ihn. Komm zu Papa. Puh. Wir haben den Ring wieder. Halleluja. Ich weiß nicht, was ich als nächstes machen soll. Du hast den Ring. Ich hoffe, ich muss den nur zurück in Metz Geldbeutel tun und mich dann dumm stellen, damit alles wieder normal wird. Da hat sich doch wenn alles. Wenn ich allerdings in den Vulkan am anderen Ende der Welt werfen muss, schmeiß ich ihn lieber gleich hier weg. Prä-
dreht den Ring nach Mordor. Randall! Was? Oh mein Gott, was ist passiert? Matt ist tot. Was? Er hat sich mit einer Schere in den Kopf gestochen und hat sie dann so lange umgerührt, bis... Okay, den Rest will ich gar nicht hören. Warum tut jemand nur sowas? Da. Ich bin so alleine. Ich weiß nicht, was ich ohne ihn anfangen soll. Keine genaueren aus. Oh Mann. Tut mir leid, ich wollte... Die Vorstellung ist wieder nicht. Oder so? Ja, naja... Ich brauche jetzt einen guten Freund, Randall. Sobald wir den Ring wieder haben, stürzt der Okay, Vieh. In Ordnung. Wo bist du gerade? Bin gerade im Knatens angekommen. Oh, okay, ich bin... Da bin ich in auch. In der Nähe. Bin gleich da. Okay. Ich warte. Können wir uns vorher mal den Kollegen anschauen. Nicht, dass ich das wollen würde, aber schmerzhaft. Die Beschreibung ist nicht sehr schön. Sieh mal einer an. Wenn Detective. Das nicht der berühmte Mr. Hicks ist. Da können Sie schleimen, wie Sie wollen. Sie kriegen keine Autogrammkarte von mir. Genauso verachtenswert, wie ich gedacht hatte. Weißt du, in der Recycling-Richtlinie steht, dass man Müll trennen soll. Ach ja, das wird von der Müllpolizei festgenommen. Was zum Geier wollen Sie damit sagen? Kopfkratz. Ich will nicht, ich tue es. Die Leiche von deinem Freund ist noch warm und dir fällt nichts Besseres ein, als seine Freundin auf ein paar Drinks einzuladen? Ich werde dich betrösten. Ich brauche zwei Stunden tot und ihr telefoniert euch hier zusammen. Feiert schön. Die hat mich angerufen, sie braucht jetzt jemanden zu trösten. Vielleicht etwas diskreter, ja. Und merkt dir meine Worte. Schnauze, Detective. So oder so. Ich bring dich hinter Gitter. Verstehst du? Verstehe. Ich kann dich nicht. Lassen Sie mich ziehen. Wissen Sie, ich glaube, Sie haben zu viel Zeit. Haben Sie keine Hobbys? Du bist mein Hobby, Junge. Du Verstehe. Bist mein das Hobby. Das, ich weiß schon. So, jetzt lass mich mal hier Trauerhilfe leisten. Da braucht jemand meine Unterstützung. Dann los, Sally. Tja. Ich weiß gar nicht, wie du dich fühlen musst. Nur ein bisschen schwindelig. Habe eigentlich nur zwei Drinks gehabt oder drei. Oder fünf. Oder... Hey, bist du betrunken? Kann ich mitmachen? Kann ich mitmachen. Also ich habe mich drei Wochen nicht mehr angegrummelt. Nur weil ich ihn Eddie Monster genannt habe. Randall, bitte hör auf. Wenn ich noch ein Wort über diesen Mord überhören muss, werde ich ihn jagen und erschießen müssen. Tja, viel Glück dabei. Er sieht zwar echt doof aus, aber ist ein erfinderischer kleiner Drecksack, der Typ. Und deswegen brauche ich das Armband wieder. Was? Ein Armband? Aber warte mal, habe ich das nicht schon zurück? Er weiß es nicht so recht. Ich hab keine Ahnung, wovon du redest. Stutzbesoffen. Hab ich? Ich glaub, wir haben genug. Ja. Ja, ihr habt genug. Was ist da so auf dem Tisch sehe? Scheiße. Tag 5. Montag. Bis dass die Magnumantik uns scheidet. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter.